In diesem Video stellen wir euch zwei Stellplätze an der Ostsee in Schleswig-Holstein vor. Wenn euch was interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Wir nehmen euch mit nach Travemünde. Travemünde befindet sich oder liegt etwa 20 Kilometer von Lübeck entfernt, und zwar oben direkt an der Ostsee. Und hier befinden sich zwei Wohnmobilstellplätze. Einmal der Stellplatz am Fischereihafen und der Stellplatz am Kowitzberg. Beide Stellplätze haben wir am Wochenende spontan besucht, und wie die aufgebaut sind, das wollen wir euch in diesem Video einmal zeigen. Wir haben unseren ersten Aufenthalt am Fischereihafen gehabt. Wir sind recht spät angereist, waren gegen 22 Uhr erst da, auf dem Schild stand besetzt. Wir sind aber abends, als wir die Hunderunde gemacht haben, einmal über den Platz gelaufen und haben gesehen, dass noch ein Stellplatz frei ist. Das heißt also, die Anzeige stimmte nicht ganz. Wir sind dann schnell auf den Platz gefahren und konnten uns noch einen letzten Stellplatz sichern. Der Stellplatz kostete zu unserem Zeitpunkt, das war im Juni 2023, 12 Euro die Nacht, beziehungsweise 12 Euro pro 24 Stunden. In den 12 Euro ist auch die Kurabgabe für eine Person enthalten. Jede weitere Person muss dann einmal ein Kurticket ziehen. Die Stellplätze sind gepflastert und natürlich, wie man sieht, sieht es eher so ein bisschen aus wie ein großer Parkplatz. Ihr habt aber trotzdem die Möglichkeit, auch neben dem Parkplatz bzw. neben dem Fahrzeug mit euren Stühlen zu sitzen. Das Ticket zieht ihr am Automaten, bezahlt wird ganz bequem per Karte. Auf dem Stellplatz gibt es auch eine Fähr- und Entsorgungsstation, die wir, wie wir finden, sehr gut erreichen konnten. Es gibt hier einen Bodeneinlass, wo ihr euer Grauwasser ablassen könnt. Dann gibt es eine Entsorgungsstation für eure Kassettentoilette. Hier ist sie auch wieder von Freizeit Reisch. Die finden wir immer sehr gut zu bedienen. Ansonsten gibt es hier eine Frischwassersäule, wo ihr dann mit Münzgeld auch Frischwasser nachtanken könnt. Ansonsten gibt es auf dem Stellplatz natürlich auch Mülltonnen zur Müllentsorgung, und wenn ihr Strom braucht, könnt ihr den auch optional dazu buchen bzw. mit Münzgeld bezahlen. Weiter ging es dann für uns am nächsten Tag zum nächsten Stellplatz hier in Travemünde. Und zwar war das nämlich der Stellplatz am Kowitzberg. Den finden wir persönlich noch ein bisschen besser. Dort steht ihr nämlich auf Rasenfläche bzw. das, was man noch als Rasen erkennen kann. Es ist natürlich ein bisschen sandig. Auf diesem Stellplatz sind 105 Stellplätze und hier standen auch sehr große Fahrzeuge. Den Platz finden wir sehr schön. Die Stellplätze sind unterschiedlich groß, teilweise ein bisschen länger, teilweise ein bisschen breiter. Ihr habt aber auf jeden Fall die Möglichkeit, neben dem Fahrzeug zu sitzen, teilweise sogar auch eure Markise auszuspannen. Hier zieht ihr euer Ticket auch wieder am Automaten. Das Ticket ist 24 Stunden gültig, bezahlt wird per Karte. In der Stellplatzgebühr enthalten ist einmal der Kurbeitrag für eine Person. Jede weitere Person muss auch hier wieder ein extra Ticket ziehen. Wenn ihr das Ticket gezogen habt, bekommt ihr hier so einen Schein. Wir haben einmal die Kurtaxe und einmal das Ticket, was vorne in die Windschutzscheibe gelegt wird, ist 24 Stunden gültig, was wir auch immer richtig toll finden, weil wenn ihr dann um 22 Uhr anreist, könnt ihr auch wirklich bis zum nächsten Tag um 22 Uhr da bleiben. Und man hat es ja ganz oft bei anderen Stellplätzen, dass man wirklich pünktlich um 11 Uhr runter muss, und das ist dann natürlich bei den 24 Stunden Stellplätzen nicht der Fall. Ansonsten fanden wir den Platz sehr schön, er ist gut gelegen, ihr seid in wenigen Minuten am Meer, wo dann auch der Hundestrand ist. Geht ihr ein bisschen weiter, kommt ihr auch in das große Geschehen von Travemünde, wo sich dann viele Restaurants befinden, wo ihr Eisdielen findet und auch Strandbars oder beziehungsweise auch den Badestrand mit den ganz vielen Strandkörben und ja, allen Action, was ihr da so machen könnt. Die Stellplätze sind nicht parzelliert, allerdings, also mit Hecken parzelliert. Ihr habt nur die Steine auf dem Boden, die dann markieren, wo der Stellplatz aufhört. Die Stellplätze sind nicht nummeriert und ihr habt nicht die Möglichkeit, den Stellplatz vorzureservieren. Was wir aber sehr gut finden, ist, dass es zu beiden Stellplätzen in Travemünde eine Internetseite gibt. Auf der Internetseite könnt ihr sehen, wie viele Stellplätze aktuell noch frei sind und teilweise auch welche Stellplätze, oder ihr könnt auf jeden Fall sehen, welche Stellplätze noch frei sind. Weil auf dem Boden von den Stellplätzen findet sich so ein kleiner Sensor, der dann auch misst, ob dieser Stellplatz gerade besetzt ist oder nicht. Wenn ihr zum Stellplatz hinfahrt, ist vorne aber auch ein Schild, wo steht, ob da was frei ist oder ob alles besetzt ist. Es sind aber einige Stellplätze vor Ort und wir empfehlen immer so gegen die Mittagszeit anzureisen, so zwischen 11 und 14 Uhr, weil dann sind die meisten, die abreisen, dann ist der Platz eigentlich in der Regel auch, oder beziehungsweise findet ihr in der Regel auch immer guten Stellplatz.
Was habe ich noch vergessen? Ja, es gibt eine Fähr- und Entsorgungsstation. Auch diese Fähr- und Entsorgungsstation finden wir sehr gut. Es gibt zwei Stationen. An jeder Station befindet sich jeweils eine Säule, wo ihr Frischwasser auftanken könnt. Dann gibt es auch wieder eine Entsorgungsstation für die Kassettentoilette. Auch diese ist wieder von Freizeit Reisch und, wie wir finden, sehr gut zu bedienen. Die Entsorgung ist kostenlos. Euer Grauwasser könnt ihr auch bequem über einen Bodeneinlass ablassen. An der Fähr- und Entsorgungsstation findet ihr auch einige Müllcontainer, wo ihr natürlich dann auch alles Mögliche, was so an Campingmüll anfällt, entsorgen könnt. Ja, Hunde sind auf dem Stellplatz erlaubt, aber wie auf den meisten Stellplätzen sollen sie natürlich an der Leine geführt werden. Haben wir noch irgendwas zum Stellplatz vergessen? Nein, also die Lage ist auf jeden Fall super. Ihr könnt von dort aus sehr schnell zum Meer gehen, ihr könnt mit dem Fahrrad rumfahren. Und ja, wir hoffen, euch hat dieses kurze Video zu diesen beiden Stellplätzen gefallen. Sehr viel gibt es da nicht zu erzählen, aber wir hoffen, wir haben euch einen schönen Einblick gegeben und wünschen euch ganz viel Spaß beim Nachreisen. Schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr schon mal in Travemünde wart und welche Stellplätze ihr uns oben an der Ostsee noch empfehlen könnt. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr mehr Stellplatzvideos von uns sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall mal auf unserem Kanal vorbei, denn da gibt es noch ganz viele weitere Stellplatzvideos. Und so, das war's von uns zu diesem Thema hier in Travemünde. Wenn euch die Stellplätze gefallen haben oder dieses Video gefallen haben, dann freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann!